Wir haben hier ja live vom Start der Falcon Heavy berichtet, der aktuell größten Rakete der Welt. Der absolute Wahnsinn, aber es geht noch größer, wenn es nach dem Willen von Elon Musk geht. Die Big Falcon Rocket oder auch Big Fucking Rocket, kurz BFR, ist nochmal deutlich größer. Und wenn alles klappt, soll sie schon in wenigen Jahren die ersten Siedler zum Mars bringen. Ich weiß, da gibt es eine Menge Fragezeichen, aber eines wurde jetzt beantwortet, nämlich wo, wie und warum die BFR hergestellt wird. Herzlich willkommen zu den Elon Musk Chroniken bei Klick zum Science and Fiction. Vielen Dank übrigens an Maniac Mind für den Themenvorschlag. Ich erinnere mich noch, wie Steve Jobs die Pläne für das neue Apple-Hauptquartier den lokalen Politikerinnen und Politikern vorgestellt hat und was für ein unglaubliches Gebäude da dann entstanden ist. Genauso ist es jetzt auch in Los Angeles passiert. Nicht Elon Musk selbst, aber seine verantwortlichen Manager haben Großes vor und jetzt die Genehmigung dafür von der lokalen Politik bekommen. Es wird eine riesige Fabrik und das im Hafen von Los Angeles, denn mit dem Bau der BFR werden vollkommen neue Dimensionen der Raumfahrt erreicht und da stoßen die Entwicklungsteams an ihre Grenzen und zwar an Transportgrenzen. Die neue riesige Rakete wird nämlich voraussichtlich die größte bisher überhaupt hergestellte Rakete und das hat Konsequenzen. Sie kann nämlich nicht mehr irgendwo produziert werden. Eine solch riesige Rakete und auch nur Teile von ihr können nicht mehr über Land transportiert werden. Straßen sind dafür einfach zu schmal und zu klein. Es gibt nur eine Möglichkeit, um die Raketenteile auszuliefern und gelandete Stufen wieder in die Fabrik zurückzutransportieren. Die Fabrik muss sich in einem Hafen befinden. Deshalb hat SpaceX jetzt einen ziemlich großen Teil des Hafens von Los Angeles gepachtet für $0. 20 Jahre muss das Unternehmen nichts bezahlen. Dafür baut es auf dem Gelände eine riesige Halle, in der die Raketen montiert werden sollen. Schon bis zum Ende des Jahres soll die Fabrik fertig sein, denn noch dieses Jahr sollen die ersten Versuche mit der BFR starten. Laut Musk soll die letzte Stufe, also die Spitze der Rakete, mit Hopperflügen getestet werden. Dabei wird das Schiff mehrere Kilometer in die Atmosphäre geschossen und wieder gelandet. Musk hat bisher keine Zeitpläne mehr für mögliche Missionen zum Mars bekannt gegeben. Da ist er inzwischen vorsichtig geworden. Aber die ersten Tests im Erdorbit sollen in 3 bis 4 Jahren beginnen. Also eine Mars-Mission schon 2022, wie es schon mal angekündigt hatte, ist so nicht mehr machbar. Das ist auch kein Wunder, denn die BFR ist wirklich eine ganz neue Herausforderung. Während die Falcon 9 noch 22,8 Tonnen in die niedrige Erdumlaufbahn bringen konnte, waren es bei der Falcon Heavy mit 63,8 Tonnen schon dreimal so viel. Aber die Big Falcon Rocket soll bis zu 250 Tonnen in eine niedrige Umlaufbahn bringen können. 10-mal so viel wie die Falcon 9. Der absolute Wahnsinn. Es wird also spannend, wie schnell jetzt alles geht. Mit der neuen Fabrik sind jedenfalls die besten Voraussetzungen geschaffen. Ja, und jetzt muss ich mal eine Lanze für Maniac brechen. Sein Kanal Flips mit allem über Filme, Serien und Games, den macht er zusammen mit Barts und die kennen sich wirklich unglaublich gut aus. Also nicht das Abo mit der von Flips vergessen, also mit der Glocke dafür hier draufklicken, meine absolute Empfehlung. Und hier geht es weiter mit dafür auch draufklicken. Live, erster Start der Falcon Heavy. Das ist wirklich absolute Gänsehaut, wie das da abgelaufen ist. Ansonsten, bis dann. Bleibt dran.